Hallo, herzlich willkommen, weiter geht's mit Resident Evil 1 Jill Director's Cut im Advanced Modus. Oh, Jill, Barry. What good timing. A moment ago I heard someone's voice coming from this hole. Let's go together since it's dark and we can't see very well. Plötzlich will er mit uns mitgehen. Und jetzt, die Entscheidungen sind wichtig. Möchten wir mit ihm gehen? Ja. Okay, let's go. Okay, then I'm gonna cover you. Let's hurry. Okay, er will uns decken. Hey, are you all right? I can go first if you want me to. Okay, er fragt jetzt, er will uns decken. Das ist sein Angebot. Also nicht im perversen Sinne, sondern er will uns Deckung geben. Und jetzt fragt er halt, ob wir möchten, dass er zuerst geht. Nein, das ist ja nicht sein Angebot. Let's go, Barry. Also genau, wir verlassen uns, wir schenken ihm Vertrauen. Und das ist wichtig, meine lieben Freunde, ganz, ganz wichtig. Wenn ihr das gute Ende haben wollt. Spoiler, Spoiler. Gut, ist jetzt zu spät, dass ich das sage, aber... Haha. Barry begleitet uns. Wir schauen erstmal hier hinten in diesem Raum. Was wir hier finden. Wir finden ein Erste-Hilfe-Spray. Damit habe ich gerechnet, deswegen habe ich einmal Heilung nur mit. Zum Glück kann man sich darauf verlassen. Und wir finden noch explosive Granaten. Da ist ein Generator, aber der scheint nicht zu funktionieren. Ich frage mich immer, was das für ein Untergrund ist. Das habe ich bei Chris auch schon gesagt. Ist das Laub oder so komische Steine? Ein Hunter! Den Barry aber mit zwei Schuss platt macht. Barry hat übrigens anscheinend die Waffe, die wir haben, die Colt Python, also die Magnum, die hat Barry. Bei der kann man nämlich auch eine Hunter mit zwei Schüssen und Zombies mit einem Schuss. Is that Jill? Is that voice Enrico's? Ui. Yeah? You're alive! Wait there! Are you with anybody, Jill? What? Oh yes! Enrico! So, Barry and Jill together. Are you all right, Enrico? The stars are doomed. Someone is a traitor. Everything was plotted from the start by Umbrella. Ha! Peng. Na sowas. Enrico! Und da läuft eindeutig jemand weg. Ja, er ist tot, ne? Barry tut das, was er am besten kann. Er untersucht. Während unsere Frames mal wieder runter... Also ich habe keine Ahnung, was das ist. So, schauen wir doch mal. Okay, er konnte sich nicht bewegen aufgrund dieser Verletzung. Er hält irgendetwas fest. Oh, eine Kurbel. Alles klar. So geil. Barry, wie ich gerade meinte, Barry tut das, was er am besten kann. Er untersucht irgendwas. Gut, dann hauen wir doch einfach mal ab. Ist uns doch egal, was Barry hier so treibt. Wir haben einen Fall aufzuklären. Wir hatten ja gerade Schritte gehört. Irgendjemand hat ihn also erschossen. Er wollte ja gerade etwas ausplaudern. So schien es zumindest. Und wir hören Hunter. Weshalb ich auch diesen Bereich jetzt hier so schnell wie möglich verlassen möchte. Weil ich mag Hunter nicht. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Und das ist uns jetzt ausnahmsweise mal gut gelungen. Da werde ich gleich mal einen Zwischenspeicher machen. So. Hier finden wir eine Schreibmaschine. Genau. Und hier ist ein hexagonales Loch. Wir haben doch gerade die hexagonale Kurbel gefunden. Und können jetzt völlig logisch, wie das halt so ist im richtigen Leben, dass man einfach eine Kurbel in die Wand steckt und ganze Wände verschiebt. Warum wir das tun, das habe ich jetzt gar nicht gezeigt. Da ist ein Abgrund gewesen, den wir jetzt wegkurbeln, indem wir einfach den Block drehen. Aber naja. So funktioniert das auch im richtigen Leben. Jeder, der was anderes erzählt, behauptet nur dreckige Lügen. Und ist neidisch. Sehr, sehr neidisch. Okay. Okay, alle, die den Chris-Part gesehen haben,
Zwar nicht an dieser Stelle hier, aber an einer anderen Stelle hat mich die Kugel dann doch etwas unvorbereitet überrascht. Weil ich mehr damit beschäftigt war. Sehr schön. Da ist die Kugel, auch schon passé gewesen. Und wir sind schnell. Naja, wir sind nicht schnell. Wir sind ein bisschen langsam. Wow. Wow. Nee, nee, nee. Oh, shit. Okay. Ganz vorsichtig jetzt. Das ist jetzt eine Nummer. Nee, das machen wir nicht. Okay. Ich habe nämlich hier hinten gesehen schon, dass hier, glaube ich, Brandgranaten drin sind. Jawohl. Die nehmen wir definitiv. Und ich glaube, die werden wir auch nachladen. Denn jetzt wird's ganz, ganz heiß. Viele von euch wissen es vielleicht, was jetzt kommt. Andere werden jetzt überrascht werden. Psychotische Musik, dramatische Musik, wir sehen's schon, wir hören's. So. Sie hat hier übrigens auch so ein Auto... Oh, das war's? Zwei Schuss mit den Brandgranaten? Okay, ich verlasse den Raum, weil jetzt gleich diese Minispinnen kommen, die uns so ein bisschen das Leben schwer machen. Kommen die? Okay. Sehr hübsch. Ja, die kommen. Wenn wir den Raum verlassen und dann wieder betreten, dann sind die weg. Okay, eigentlich hatte ich für diese Spinne die Cold Python auch dabei, weil ich mir dachte, falls das hier irgendwie brenzlig wird und die Bazooka uns nicht wirklich hilft, machen wir das halt so. Aber das lief ja richtig rund. Da bin ich ja tatsächlich mal ganz beeindruckt. Dass Flammensachen so eine Wirkung auf die Spinne haben, das wusste ich nicht. Aber man lernt ja nie aus. Wir schauen mal, ob hier noch was Hübsches für uns liegt. Alle, die sich gerade wundern, warum ich jetzt das Überlebensmesser genommen habe, ist diese Tür. Also der Grund dafür ist diese Tür. Denn diese Spinnenweben hier können wir mit dem Messer wegmachen. Besser, sage ich jetzt mal, in diesem Modus, als wenn wir das mit dem mit den Brandgranaten machen würden oder so. Das geht natürlich auch, dass wir drauf schießen. Aber wenn schon mal das Messer da ist, wieso nicht? So. Hier ist ein Speicherraum, wie wir auch schon an der beruhigenden Musik erkennen können. Mit einem Erste-Hilfe-Spray. Sehr schön. Jetzt kann ich mir wieder nicht merken, welche Kurbel wir brauchen. Ich packe erstmal die Cold Python weg. Und das Messer vor allen Dingen. Und nehme die Adlermedaille mit. Und die Vierkantkurbel. So. Ach, machen wir so. Das passt schon irgendwie. Denke ich. Hoffe ich. Haben wir eigentlich noch Beretta-Munition? 30 Schuss. 15 für die Schrotflinte. Ne, 16 sogar. Auf der Waffe selbst ist auch noch was. Na, okay. Das werden wir, denke ich, mal noch ausreizen. Und auch noch alles benutzen. Was denn jetzt? Also an solchen Stellen soll das Spiel bitte nicht laggen, wenn komische Sachen hier gerade... Okay, da liegt das zweite Buch der Verdammnis in der Nische, das seht ihr. Und wir hauen ab. Gut. Das lief doch gut im Vergleich zu meinem ersten Anlauf mit Chris. Das lief nicht so gut, aber ist egal. Hier hinten finden wir eine Karte vom Untergrund, die uns aber jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr viel nützen wird. So, wir finden das zweite Buch der Verdammnis. Können auch wie beim ersten dieses näher anschauen.
und entdecken, ups, da ist ja was drin. Nämlich die Wolf-Medaille. Sehr gut. So. Schön. Dann sehen wir hier wieder ein verdächtiges Kurbelloch und benutzen einfach mal unsere gute alte Kurbel. Benutzen die Kurbel nochmal. Und weil wir gerade so unglaublich in Kurbellaune sind, benutzen wir die Kurbel einfach nochmal. Vor allem auch mit wie wenig Kraftanstrengung im Grunde man da den ganzen Gang verändern kann, ne? Sehr, sehr interessant. Hier haben wir nämlich eine Tür freigekurbelt. Ich ignoriere das Laggen jetzt einfach mal, obwohl es mich wirklich sehr, sehr irritiert. Okay, und wir finden einen kleinen Rätselraum. Ihr seht folgendes. Hier ist eine Trittplatte. Daraufhin geht da was auf. Wir kommen aber nicht ran. Wir haben hier aber eine verdächtig aussehende Statue, die wir auch noch schieben können. Diese steht jedoch an der Wand. Was uns ein bisschen behindert. Deswegen müssen wir hier... Und ich hoffe, hier passt auch diese doofe Kurbel. Ne, Moment, da muss ich nochmal gucken. Ja, perfekt. Wir haben die richtige Kurbel dabei. Jill kurbelt nochmal um ihr Leben. Und kurbelt nochmal, damit die Wand wieder reingeht. Und damit haben wir die Statue ja jetzt von der Wand wegbewegt und können diese jetzt auf die Platte im Boden schieben, da Jill halt nicht einfach irgendwas anderes drauflegen kann. Oh. Okay. Ich bin hier immer irritierter, ehrlich gesagt, aber... Pff, wieso nicht, ne? Ja. Oh, das wird sehr interessant, wenn wir die MO-Discs alle finden müssen. Ich hoffe, ich habe hier nichts ausgelassen bisher. Eieieiei. Gefallen tut mir das jetzt hier nicht wirklich, aber... es ist auf jeden Fall, wie ich schon bereits meinte, eine Herausforderung. Okay, wir hören Hunde, also Jaule zumindest, aber ich glaube, das ist nur diese... Was ist denn eigentlich das hier für eine Tür? Okay. Die geht nie auf. Da stehen Kräuter. Hier ist ein Brunnen. Da ist ein Bild eines Wolfes eingraviert, weshalb wir dort die Wolfsmedaille einsetzen. Auf der gegenüberliegenden Seite der Adler. Oh, jetzt habe ich die Cutscene weggedrückt. Entschuldigung. Diese unglaublich tolle Cutscene, in der eine Treppe frei wird. Ich sammle hier noch die Kräuter ein. Bevor wir uns nach unten wagen. Ich glaube jetzt, der letzte Abschnitt, also ich kann es ja verraten, wir betreten jetzt gleich den letzten Abschnitt dieses Spiels. Der wird nochmal knackig, denke ich, hier in dem Advanced-Modus im Director's Cut. Das ist nicht ohne. Aber es macht Spaß. Und das ist ja die Hauptsache. Okay, haben wir eine große Tür. Die Tür ist sehr gut verschlossen. Da ist eine Platte auf der rechten Seite. Und hier steht halt, dass die Tür nicht öffnen wird, weil das ein Notausgang ist, es sei denn, es wird Stufe 1 mindestens ausgerufen. Und deshalb klettern wir diese Leiter hinab. Und wir finden eine Kiste. Dort packen wir die Kurbel rein. Die brauchen wir jetzt definitiv nicht mehr. Ich würde jetzt gerne mal meine Beretta noch leer schießen. Weil wir finden jetzt hier im Gang kommen jetzt hier Zombies. Und
Da würde ich gern nochmal ein letztes Mal die Beretta verwenden. Um ein bisschen erstmal einfach den Gang zu säubern, dass wir unsere Ruhe haben. Okay, sind ein bisschen viel Zombies. Okay, wir müssen nachladen. Der ist auch tot, sehr gut. Ah, der blutet schon, okay. Das finde ich eigentlich recht praktisch, dass hier nochmal Zombies sind. Hier können wir echt nochmal... Ne, da ist keiner anscheinend. Was liegt denn hier auf dem Tisch? Okay, unser Anschauungsmaterial, die Dias. Der Raum ist zu, elektronisch verriegelt. Gut. Dann gehen wir jetzt nochmal schnell zur Kiste und dort werde ich dann auch die Folge beenden, mir die Schrotflinte schnappen, mit der wir jetzt auch nochmal ein bisschen rumschießen werden. Ich überlege gerade, ob ich die Bazooka trotzdem irgendwie im Inventar lasse, das ist mir alles ein bisschen... Aber die hat nur 4 Schuss mit diesen Brandgranaten und da müsste ich ja die Granaten noch mitnehmen. Nö, das ist mir hier alles zu... Ihr seht noch, wie ich mich ausrüste. Und dann werde ich den Part auch hier schon wieder beenden. Ja, was heißt schon wieder? Wir haben schon wieder viel gemacht. Gut, 2-mal Heilung. Ja, ach. 1-mal reicht. 1-mal reicht doch. Da bin ich zuversichtlich. Okay, dann, ja, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns dann im Labor rumschlagen. Tschüss.